Hallihallo, hallo Leute, da sind wir wieder. Das Anton, der Töskopf, das ist mir gestern runtergefallen und ich krieg's nicht mehr draufgeklebt. Es will irgendwie gerade nicht mehr so richtig halten. Naja, mal schauen, wie lange es hält. Ja, da sind wir wieder, das Anton und der Töskopf. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu Valheim. Hallo? Den Server angemacht? Habe ich den Server angemacht? Ich glaube, ich habe vergessen, den Server anzumachen. Moment. Eigentlich? Voller Start? Okay, jetzt geht er an. Es sollte recht fix gehen, bis er auftaucht. Wir haben gestern Abend zusammen mit dem Chat noch ein bisschen weiter gefarmt. Also wir hatten ja jetzt unser erstes bisschen Silber gefunden. Ich habe dann noch ein bisschen weiter gemacht. Ich bin sehr, sehr schwer und sehr, sehr schleppend vorangekommen, muss ich sagen. Ich habe nicht viel Silber finden können, weil andauernd ein Steingolem direkt neben meiner Silberader rumgelaufen ist und wieder neu gespawnt ist die ganze Zeit. Und weil der Chat ganz, ganz penetrant auch Viecher auf mich gespawnt hat. Richtig, richtig schlimm. Ich bin gestern Abend bestimmt 10-mal gestorben oder so. Also ich bin nicht weit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es geschafft, mir, glaube ich, einen Bogen zu craften aus Silber. Also das wäre dann, glaube ich, der Draugerbogen. Den habe ich gemacht. Und ihr seht gerade, es kommen neue Bauobjekte dazu. Ich habe zwei neue Mods installiert. Schreibe ich dann unten in die Beschreibung rein, welche Mods das sind. Die hat mir der Kufo empfohlen, einfach nur Deko-Objekte zum Ausbauen ja, schöne Sachen halt, neue Türen, irgendwas, keine Ahnung, wo ist das hier, bauen, Gates, diverse neue Türen und Tore, vor allem, weil er benutzt die und wenn ich dann zu ihm in die Base gehe, kann ich die ja gar nicht sehen, wenn ich die Mod nicht habe. Deshalb habe ich die Mod jetzt für mich installiert. Ich weiß noch selber nicht, ob ich sie benutzen werde, keine Ahnung, aber könnte schon sein, sind ein paar schöne Tore dabei, finde ich. Drawbridge sogar. Es gibt dann sogar eine Zugbrücke. Also das finde ich toll. Werde bestimmt noch irgendwas davon verwenden. Dann gucken wir jetzt mal kurz rein. Was haben wir denn hier alles? Meines. Ah, jetzt hat gerade an der Tür geklingelt. Herrlich. Ich bin gleich wieder da. Das Schwesterherzchen ist gerade nach Hause gekommen und hatte keinen Schlüssel dabei. Musste ich sie reinlassen. Na gut. Die wird auch übrigens ab morgen wieder in den Freitags-Food-Streams mit dabei sein. Also Futtern mit Dös nennen wir das dann. Döskopf und Döspaddel. Sie wird jetzt wieder mit dabei sein. Sie war längere Zeit ein bisschen krank und hatte dann auch was mit dem Magen und so. Und da habe ich das einfach ausgelassen. Hatte sowieso auch selber keine Lust auf scharfes Zeug und ich glaube, wir werden jetzt auch so von diesen Challenges ein bisschen weggehen und ab und zu mal vielleicht mal wieder so eine kleine Spicy Challenge machen, aber größtenteils wird es eher so um Food Review gehen, also allgemein futtern, ne? Diverses Zeug, mal ein paar Süßigkeiten aus Amerika, mal ein paar Süßigkeiten aus Japan, mal einfach irgendwie verschiedene Tütensuppen, auch wenn sie mal nicht scharf sind, ne? Solche Sachen. Wir hatten ja vorher immer nur scharfes gemacht, ne? Und davon will ich weg, beziehungsweise ich will das also ein bisschen erweitern, dass es eben nicht nur um Spicy Challenges geht, sondern um noch andere Sachen, ne? Wenn das Sinn macht. So, wir haben ein bisschen Silber doch zusammenbekommen. Ich schaue mal, können wir den Bogen, das hier ist übrigens der neue Bogen, Draugar Fangzahn. Ja. Guck mal, ob wir den jetzt noch ein bisschen upgraden können oder ob ich den schon voll habe. Ja, ist noch ein Level drin. Sehr schön. Stufe 4. Der hat den schönen Aspekt, er bringt noch Gift mit. Ne? Also egal, was für ein Pfeil du drauf packst, der Pfeil kriegt zusätzlich noch Gift. Also könnte ich zum Beispiel mit einem Feuerpfeil sowohl Gift als auch Feuer zum Gegner bringen. Bringt mir leider nichts bei diesen Steingolems, die sind immun gegen Feuer und Gift.
Also bei denen habe ich gerade richtig Probleme mit diesen Steingolems. Die gehen mir so auf den Keks. Und die stehen immer genau an der Silberquelle. Ich weiß nicht warum. Dann. Ja, machen wir den Drachenhelm? Dann machen wir irgendeinen Wolfsstreich? Resistent gegen Eis. Bewegungstempo minus 5. Was habe ich hier? Bewegungstempo minus 2. Also ich würde ein bisschen langsamer werden, aber die Rüstung ist schon enorm. Ne? Stufe 1 ohne Upgrade hat schon eine Verteidigung von 20. Mein aktuelles hat auf Stufe 4 gerade mal 14. Das wäre schon ein enormer Anstieg hier. Ich glaube, das mache ich. Ich mache mir jetzt den Wolfsbeinschutz, den Wolfsbrustschutz und den Drachenhelm. Ja, den macht man mit einer Drachentrophäe. Ich habe gestern so viele von diesen Drakes, von diesen Drachen gekillt. Unglaublich. Die sind einfach endlos nachgespawnt. Wolfszahnspeer. Ja, wegen Waffen müssen wir dann auch gucken, ob ich dann vielleicht irgendwie Kristallkampfaxt, sowas. Macht auch Geisterschaden anscheinend. Oder Schaden gegen Geister? Weiß ich nicht. Zweihändig. Ach, nee. Zweihändig mag ich nicht. Wir machen jetzt erstmal die Rüstung. Ja? Wenn ihr das Gefarme sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, wie ich das gefarmt habe, dann müsst ihr eben, wie gesagt, in die andere Playlist reingehen. Das ist dann die mit den kompletten Livestreams. Und gestern war, glaube ich, Livestream Nummer 11. Heute ist Nummer 12. Keine Ahnung, was für eine Folge das jetzt ist. In der anderen Playlist, wo ich kleinere Folgen mache, da sind wir schon ein bisschen weiter als 11 oder 12. Aber wie gesagt, gestern war Livestream Nummer 11 und heute ist Livestream Nummer 12. So, ich habe jetzt die Beine gemacht. Brustschutz. Und jetzt kommt der Helm dazu. Komischerweise kein Wolfshelm, sondern ein Drachenhelm. Aber auch wieder mit Wolfspelz. Also es ist quasi trotzdem Wolf dran. Silber, Wolfspelz und halt die Drachen-Trophäe. Das dann gleich ein bisschen aufwerten. Ja. Und schon müssen wir wieder Silber sammeln gehen. eigentlich auch ein Umhang? Wolfsfell-Umhang? Für Kälteresistenz oder sowas? Ja, Wolfsfell-Umhang. Ah! Eine Silber. Oh, ich bin doch gerade am Schmelzen, oder? Bin doch gerade am Schmelzen. Ja! Ja, Baby! Dann machen wir gleich mal den Umhang und dann brauche ich eben nicht mehr ständig diesen Frostwiderstandstrank. Den Met des Frostwiderstandes. Denn dann haben wir endlich einen Umhang mit Frostwiderstand. Oder Loks-Umhang. Wir können jetzt auch Loks-Umhang machen. Ich mache natürlich beide. Wolf, 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 Wolf. Wo ist der Wolf? Wölfe sind natürliche Überlebenskünstler. Dieser hier hatte einfach nur Pech. Aber immerhin wird sein Pelz sich vor dem Schnee schützen. Resistent versus Eis. Die Frage, welchen legen wir jetzt an? Beide haben Resistenz gegen Eis, ne? Beide haben Gewicht 4 und beide haben Rüstung 1. Nimmt sich nicht viel, ne? Ich würde fast sagen, für die Optik. Für die Optik würde ich einfach den Wolfspelz nehmen.
Und dann später, wenn ich dann wieder ein besseres Set habe, dann wechsle ich vielleicht auf Loks. Ja, die haben halt die gleichen Werte, ne? Aber bei den Loks-Umhang, den habe ich schon auf Stufe 4. Für den Wolf brauche ich noch ein bisschen Silber zum Upgraden. Das sieht auch cool aus mit der Wolfschnauze hier. Sechs Silber brauche ich. Fünf. Habe ich hier noch was? So viel Eisen rumliegen, du. Was? Oh, hallo Xela. Ist ja heute zeitig mit dabei. Bin heute auch zeitig am Stream. Alle muss ich woanders hinpacken. Ich weiß noch nicht so richtig, wo. Monsterteile wahrscheinlich, ja. Monsterteile. Boom, jetzt der Wolfsfell-Umhang auch auf Stufe 4. Dann packe ich mal die alte Holzrüstung weg. Ich bin Groot. Oder ich war Groot. Jetzt bin ich es nicht mehr. Den Hirschfellumhang, den würde ich die Lederrüstung hängen. So, ja. Und den Loks-Umhang, denn den schmeißen wir einfach hier mit dazu. Auch schön aus. Schöner Umhang. Und natürlich die Groot-Maske nicht vergessen. Die Pfeile können weg. Ja, da. Mein alter Jägerbogen, mein alter Edelholzbogen. Weiß gar nicht, ob ich die zerstören soll oder aufheben soll. Mal schauen. Heiltränke bräuchte ich mal wieder welche. Hier. Ja. Lebensmittel. Müssen wir auch jetzt mal schauen, was ich mittlerweile alles kochen kann. Ich habe gestern ja auch noch ein bisschen angebaut, angepflanzt. Ein bisschen mehr Zwiebeln produziert, ein bisschen mehr Rüben produziert. Ich glaube, ich könnte jetzt langsam anfangen, ein paar neue Rezepte auch zu kochen. Und das gibt ja enorme Boosts, ne? Also bessere Lebensmittel geben ja enorme Boosts in HP und Ausdauer. Das ist es schon wert, finde ich. Ja. Jetzt gleich, bevor wir weitergehen, auch noch mal was wieder anpflanzen. Oder wir müssen erstmal gucken, was wir denn jetzt überhaupt am meisten brauchen. Was für eine Zutat. Und ich weiß, was ich anpflanzen soll und was ich vielleicht aufheben sollte. Also wir den Gewürzhänger mittlerweile aufgebaut. Ich glaube, ich hatte ihn aufgebaut und dann ist er wieder kaputt gegangen. Wir hatten nämlich gestern hier ein ganz schönes Malheur. Wie ihr seht, da hängt noch ein Stück Holz. Wir hatten gestern einen Meteoritenhagel, einen Meteoritenregen.
in der Base. Mir hat es das halbe Dach weggefetzt und dann teilweise hier Sachen auch kaputt gemacht. Der Steinmetz war kaputt. Ein paar Sachen hier und da. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles schon wieder aufgebaut habe oder ob vielleicht noch was fehlt. Bin der Meinung, das Gewürzregal fehlt gerade. Wo waren das? Ja, Gewürzaufhänger. So. Und jetzt müssten wir doch in der Lage sein, Würstchen zu machen. Ja. 55 Gesundheit, 18 Ausdauer. Rübeneintopf. Genau andersrum. 18 Gesundheit, 55 Ausdauer. Karottensuppe hatten wir bis jetzt immer. 15, 45. 45, 15. Also 18 und 55. Das wird jetzt quasi mein neuer Standard. Schmutzshake. Schlamm, Himbeeren und Blaubeeren. 16 und 50. Zwiebelsuppe. 20 und 60. Das wird es. Zwiebelsuppe, Würstchen und Rübeneintopf. Oder habe ich dann zu wenig HP? 20 HP, 55 und hier wieder bis 18. Ich habe sehr, sehr viel Ausdauer dann, aber nicht mehr viel HP. Dann mache ich vielleicht doch lieber die Zwiebelsuppe statt dem Rübeneintopf. Brauchen auch nur Zwiebeln, was praktisch ist. Dann die Würste. Zwiebelsuppe. Würste. Und jetzt brauche ich noch irgendwas, was gut HP gibt. Irgendwas, was so richtig schön gut HP gibt. 45. Ich glaube, ich weiß was. Lochsfleisch. Ich habe doch Lochsfleisch rumliegen. Von den vielen Loxen, die er mir... Ach, Chaos-Tricks anmachen, ne? Hat Chaos-Tricks gar nicht angemacht. Von den vielen Loxen, die ihr mir gespawnt habt, habe ich ja mittlerweile so viel Lochsfleisch. So, Integration starten. Damit ihr jetzt wieder böse Sachen spawnen könnt. Bitte nicht in der Base, ja, ihr wisst, ich reg mich dann auf. Ich finde das gar nicht lustig, wenn ihr mir einen Loks hier in die Base baut oder sowas. Dann muss ich die wieder deaktivieren, wenn ihr sowas macht. Loksfleisch. Ich müsste irgendwo rohes Lok. Und Ymir-Fleisch muss ich noch holen. Wolfsfleisch ist auch nicht schlecht. Das hier ist Loks. Hier, guckt mal, wie viele Loks ich habe. Rohes Loks. Rohes Loks. Ymir habe ich für irgendwas gebraucht. Ich weiß nicht mehr. Gestern Abend habe ich mir irgendein Rezept angeguckt. Kein Rezept, irgendwas zum Bauen war es, glaube ich. Schmelzofen. Der neue? Nee, das ist genau der, den wir schon haben. Ich hatte irgendwas gesehen, was ich bauen wollte. Oder herstellen wollte. Da hatte mir tatsächlich das Ymir-Fleisch gefehlt. Aber das kann ich ja kaufen. Beim Nahfeuer. Kann ich ja kaufen beim Händler. Na? Weiß ich nicht mehr, wo hat denn mir das Ymir-Fleisch gefehlt? Ymir. Ich weiß es gar nicht mehr. Silberschild ist auch sowas. Das wäre dann quasi das nächste Schild, was ich mache. Hier Bonus 1,5 aber nur. Gibt es da auch eins mit 2,5? Ich spring gerade hin und her, ne? Von einem Thema zum anderen. Also, auf was hatten wir uns jetzt geeinigt? Zwiebelsuppe, das heißt, ich muss ganz, ganz viel Zwiebel anbauen, ja. Zwiebelsuppe wird jetzt unser nächstes Go-To für Ausdauer. Dann mache ich jetzt gleich Ymir-Fleisch, Lochsfleisch.
und Würste. Für Würste brauchen wir Disteln. Okay, muss ich ab und zu mal Disteln auch aufsammeln, wenn ich die sehe. Habe ich bis jetzt immer so ein bisschen... Ja. Hab die immer stehen gelassen. Ja, 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 da. Und das Lochsfleisch. Also, womit fangen wir an? Ich gehe mir erstmal das Ymir-Zeug holen. Solange ich es nicht vergesse. Ich weiß nicht mal, wofür ich es brauche. Weiß es nicht mehr. Aber ich müsste so oder so mal wieder ein bisschen was verkaufen gehen. Da kann man das ja gleich kombinieren. Sachen verkaufen und ein bisschen Ymir-Fleisch einkaufen. Dann setzen wir das Beet wieder neu. Und dann fange ich an, das ganze Zeug zu kochen. Das Lochsfleisch und die Würste und so weiter. Haben wir jetzt also einen Plan. Und ihr behauptet immer, ich bin planlos. Hallihallo, Hallöle. So, Angelrute und Angelköder haben wir. Ich habe im Stream schon mal ein bisschen geangelt. Ich glaube, in der Folge noch nicht. Ich würde dann irgendwann mal eine Folge machen, wo ich mich mal länger hinstelle. Ich habe da fünfmal ausgeworfen, habe gesagt, es ist scheiße und habe es sein lassen. Aber wir machen irgendwann mal eine Folge, wo ich einfach mal ganz entspannt, vielleicht eine Stunde angle oder so. Ymir-Fleisch. Ich weiß nicht mehr wofür, aber ich habe für irgendwas 5 Stück davon gebraucht. Immer ein bisschen mehr mit. Und das super krasse Endgame-Fleisch. Als Lebensmittel. Super geil wahrscheinlich. Und Zwergerreife habe ich mir jetzt ein paar genommen, weil ich die einfach mal hinstellen möchte, um meine Bude auszuleuchten. Da braucht man nicht immer eine Fackel, wenn man an die Kisten möchte. Kann ich quasi... Ich würde das an die Säulen vor den Kisten, würde ich so einen kleinen Itemhalter setzen. Und da dann... Gott, ich muss niesen. Und da dann die Helme dran. Quasi so hier. Itemhalter. Oder Objektständer. Das war falsch rum. So hier. Und Objekt. Ach, jetzt leuchtet er nach unten. Das ist nicht ganz optimal. Muss ich jetzt doch einen Rüstungsständer dafür verwenden. Also die Fackel brennt immer. Ich glaube, weil Harz in der Nähe ist und das zieht sich automatisch raus. Theoretisch brauche ich es nur hier. Also, dass es mir die anderen Hälften beleuchtet. Die leuchtet jetzt auch, aber nur, weil ich es ja manuell angemacht habe. In welche Richtung müssen die Fackeln... schauen, ich vergesse das immer. Nach vorne, okay. Die Zacken müssen nach vorne schauen. Doch nicht. Die Zacken müssen doch nicht nach vorne schauen. Oh. Leute, wirklich. Dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig.
Die Zacken müssen also nach innen schauen. Sieht jetzt nicht nach viel aus, weil es jetzt gerade schon hell wird und weil auch die Lichter gerade an sind. Aber wenn dieses Licht dann mal aus ist, müsste auch dieses Licht mal ausmachen. Das aufhört sich selbst zu bedienen. Aber eigentlich habe ich genug von dem Zeug. Ja, bedien dich halt. Bedien dich. Ja. Also später abends, wenn die hier aus ist, denke ich, wird das dann besser erkennbar sein, wie praktisch das ist, die Beleuchtung. So, jetzt ab in den Garten. Ne, ihr wisst ja, nur die Harten kommen in den Garten. Und wir müssen jetzt ganz, ganz viel Zwiebel machen. Zwiebelsüppchen. Oh ja. Ich müsste vielleicht erstmal was essen, damit ich auch Ausdauer habe zum Anpflanzen. Ja, Anpflanzen verbraucht Ausdauer. Hättet ihr das nicht gedacht, hä? Wir brauchen jetzt Zwiebel in Massen. Zwiebelsuppe, Würstchen und Lachsfleisch. Das wird jetzt unser neues Standard-Setup. Ich guck gerade, was haben wir hier? Ja. Noch was Augen das dazwischen bekommen. Oh ja. So. Ganz, ganz viel Zwiebel. Sollte reichen. Das sollte reichen. Der kommt hier rein. Heiltrank. Primäre Fleisch. Ich weiß nicht, wofür ich es brauche. Ich könnte es theoretisch auch mal kochen. Nur so zur Probe. Ich würde es aber erstmal einräumen. Nur eins kochen. Und testen mal. Löwenzahn. Bronzenägel. Wo kamen die jetzt her? Keine Ahnung. Steht natürlich perfekt im Weg. Wie, das Feuer ist nicht unter der Kochstelle oder was? Oh, Leute. Die Kochstelle ist mir irgendwann mal vor ein paar Folgen kaputt gegangen. Hab sie neu gesetzt, aber anscheinend nicht richtig. Und ich kümmere mich erstmal um das Fleisch. Nicht, dass es mir jetzt abholt. Und den Gewürzaufhänger muss ich nochmal umsetzen. Der steht blöd. Der ist im Weg. Der muss ja gar nicht erreichbar sein oder sowas. Ne? Der muss ja einfach nur irgendwo rumhängen. Wo er mir nichts blockiert. Theoretisch auch hier irgendwo. Hauptsache er ist in Reichweite des Kochtopfs.
ne? Man muss ihn irgendwie, man kann ihn nicht an eine Wand ransetzen, man muss ihn unter etwas dranhängen. Wie man sieht, es muss an was hängen. Da. Da. Und jetzt nochmal die Kochstation. Die muss anscheinend ein klein wenig weiter rein. Von hier aus komme ich sogar an alles ran. Perfekt. Perfekt. Jetzt kochen wir mal ein bisschen. Tut mir leid, aber es muss jetzt mal sein. Hä, Wildschwein? Warum hängst du Wildschwein ran? Hängt das dran, was ich im Inventar habe? Koche ich jetzt gerade Wildschwein? Tatsache. Er kocht Wildschwein. Bist du blöd? Moment. Ich wollte jetzt eigentlich nicht Wildschwein kochen. Warum werden die nicht fertig? Regnet es rein? Regnet es da rein? Baumodus? Eigentlich dürfte es hier nicht reinregnen. Aber es könnte sein, dass es so ein bisschen von den Seiten kommt. Egal wie es aussieht, ich will einfach nur, dass es ein bisschen Schutz gibt. Ich glaube, jetzt regnet es nicht mehr rein, oder? Von hier hinten kommt halt Regen ran. Ich muss hier auch irgendwann mal zumachen. Irgendwann mal nehme ich mir die Zeit und baue hier wirklich zu. Aber nicht jetzt. Jetzt muss ich herausfinden, warum er das Wildschweinfleisch nimmt. Wo ich doch anderes Fleisch direkt in der Hand habe. Ja, das Wildschweinfleisch roh, das will ich eigentlich in die Würste packen. Oder ich mache das so, ich verkoche es erstmal in die Würste. Dann kann er es ja nicht mehr nehmen. Also Würste, die nehmen nämlich Innereien und Wildschweinfleisch. Ich werde gar nicht alles verkochen können. So viele Würste kann ich gar nicht verbrauchen. Und lagern. Und Disteln habe ich nicht genug. Machen wir zwei Stacks. Und dann muss ich mal bei den Kisten ein bisschen umsortieren gehen. Ich mache mir eine Kiste mit meinem aktuellen besten Futter. Und eine Kiste mit Backup-Futter. Mahlzeit, da kommt das richtig gute Zeug rein.
was ich dann auch mit mir rumtrage. Und ich muss sie nochmal demarkieren. Einfach nur Futter, wenn ich mal schnell was brauche. Das ist theoretisch. Ist das als eine Zutat? Ich glaube, es gibt Rezepte, da kommt das gekocht mit rein. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das noch. Gekochtes Lachsfleisch. Ich das jetzt gekocht oder hat mir das jemand gedroppt? Bin mir nicht sicher. Dann muss ich das vielleicht im Kessel kochen? Moment. Roher Fisch. Wildschwein-Dörrfleisch, wo kann... Schwarzrippe? Wo kann ich denn... das Lachsfleisch kochen? Er greift dann immer gleich zu dem Schweinefleisch. Oder geht das nur an den... an der Eisernen? Wahrscheinlich nur an der Eisernen und an der Kleinen. Da greift er automatisch zum Schweinefleisch. Ich brauche also die eiserne Station, um das Lachs zu machen. Ah. Dann wird es jetzt leider ein bisschen länger dauern, weil ich eben nur das Lachs da machen kann. Also nur dort das Lachs machen kann. Und ich muss ja nicht alles auf einmal machen. Ich muss ja gar nicht alles auf einmal machen. Ich mache einfach nur so viel, bis ich halbwegs was zusammen habe. Ne? Ich habe jetzt Würste. Zwiebelsuppe muss ich jetzt machen. Zwiebelsuppe. Das ist ein Bonfire in einer Bottle. Medium Rested Buff. Ah, okay. Auch interessant. Machen jetzt mal, ne, wieder so ein, zwei Stacks von allen rein und dann ziehen wir mal los. Wieder ins Gebirge, ne? Wir müssen dort weiterfahren. Ich möchte dort ab und zu mal auch nachts diese Fenris, ich weiß nicht. Ich finde normalerweise in der Mythologie heißt das Ding entweder Fenrir oder Fenris. In diesem Spiel heißt das irgendwie Fenrig. Nicht warum. Ich nenne es jetzt einfach Werwolf, ne? Ich möchte ein paar Werwölfe jagen und gucken, ob die mir irgendwas geben. Ich habe bis jetzt schon ein paar getötet, aber die haben mir immer nur Wolfszahn, Fangzahn, irgendwie sowas, ne? Reißzahn gegeben. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich dachte, die könnten noch was anderes geben. Hätte ich jetzt erwartet zumindest. Zumindest eine Trophäe. Zumindest mal eine Trophäe von denen. Und Silber. Ich brauche noch so viel Silber. Braucht noch so viel Silber. So, das reicht erstmal. Noch eine Runde bei den Lachsen. Und dann ziehen wir los.
Da kann ich dann, wenn ich mal irgendwie gestorben bin und noch schnell ein bisschen irgendein Food brauche, um zurückzurennen, kann ich dann quasi in die Futterkiste greifen. Ja. Und wenn ich dann dort angekommen bin und meinen Leichnam aufgehoben habe und wieder ready bin. Ah, jetzt habe ich neue draufgesetzt. Ich wollte nicht draufsetzen. Fuck. Mein Leichnam ready habe, dann kann ich dann von dem dann wieder das gute Zeug essen. Logisch, ne? Und machen wir das. Ich weiß gar nicht, ob ich die als Zutaten behalten soll, weil man kann sie in den Hirscheintopf reinklatschen, aber den brauche ich ja nicht mehr. Oder ich müsste die mal wirklich alle verkochen in ganz, ganz viel Hirscheintopf. Und Wildschwein-Dörrfleisch und sowas als Backup-Foods, ich weiß noch nicht so richtig. Unentschlossen. Und dieses legendäre Ymir-Fleisch. Keine Ahnung. So, jetzt vorsichtig, nicht wieder was Neues draufstecken. So. Das gute Futter. Xela klatscht einen Fax-Sticker. Hast du was zu melden? Willst du eine Ansage machen? Nee, ich mach nur Faxen. Jetzt habe ich aber die Faxen, dicke du. Ja, meine Kollektion, ne? Sie wächst. Sie wächst. Würde ich sagen, sind wir hier soweit ready? Oder fertig? Reparieren und wieder ab ins Gebirge. Weiterfahren. Immer schön weiterfahren. Vielleicht mache ich sogar diesmal eine Folge davon, wie ich farme. Bis ihr das auch mal seht. Überlege ich mir noch. Genau.